Herzlich willkommen, liebes Dolomitenstadtpublikum, zu einem weiteren politischen Gespräch vor der Landtagswahl 2022. Heute bei uns in der Redaktion und ich darf ganz herzlich begrüßen den Gewi Meyer. Hallo Gewi, fein, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir machen es auch so, wir duzen uns wie im wirklichen Leben. Nachher ist es auch echt. Ich würde es nämlich auch ganz gern ein bisschen persönlicher anlegen. Uns geht es eigentlich darum, in diesen Gesprächen ein bisschen so die Kandidaten auch menschlich spürbar zu machen. Man kennt sie in Osttirol ja nur zum Teil persönlich. Richtig, ja. Deswegen fange ich gleich mal an, dich damit zu konfrontieren, was ich gegoogelt habe. Ja, bitte. Also, du bist 38, kommst aus Fulpmes, du warst auf einem bischöflichen Gymnasium, habe ich erfahren. Berlin mit Schwarz. Ja, mit vielen Osttirolern. Ja, ziemlich viele Osttiroler. Und mit einem Osttiroler Erzieher. Aus Karditsch war mein Erzieher im Internat und hat mir, glaube ich, schon einiges mitgegeben. Das musste ich geprägt haben. Super. Du hast Politikwissenschaft studiert. Und bist sehr früh eigentlich in die aktive Politik eingestiegen. Seit 14 Jahren bist du schon im Landtag. Seit 9 Jahren als Klubobmann, jetzt erstmals als Spitzenkandidat. Was wir auch noch wissen, ist, dass du ein richtiger Bergfex bist und dass dir das im Vorjahr fast zum Verhängnis geworden wäre. Was sollte man noch über dich wissen? Was sollte man noch über mich wissen? Also tatsächlich, ich mag die Bike, also die Bikes sind meine große Leidenschaft, auch die Osttiroler Bike. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich am Glockner war, über verschiedene Routen, Stüttelgrad sowieso und auch Meierl-Rampe, ich weiß jetzt nicht mehr ganz Osttirol. Mir fällt in Osttirol ein Bike, der mir ganz dringend abgeht, das ist der Hochstadl. Hochstadl-Nordwand kommt irgendwann noch dran. Nein, ich genieße es sehr, in die Bike zu sein. Die Natur und die Umwelt, das ist natürlich eine der Dinge, die mich motivieren. Ich habe das von meinen Eltern mitgekriegt. Mein Vater war Bikeführer, hat uns da auf die Bike gebracht und hat uns da die Liebe irgendwie auch zur Bewegung, zur Natur, hat uns das mitgegeben. Ja. Was kann man alles über mich wissen? Ich habe kein Auto. Ich bin deswegen auch in Osttirol mit dem Bus. Das finden Sie alle immer ganz komisch, wenn man das vorbereitet. Ihr nicht, hoffentlich. Bei uns rennst du da offene Türen ein. Wir sind vier Leute in der Redaktion und alle mit dem Radl. Alle mit dem Radl, ja genau. Also ich bin heute ausnahmsweise nicht mit dem Radl. Das letzte Mal, wie da war, war ich auch mit dem Radl durch den Felberdauern. Geht inzwischen, es ist teurer geworden. Es war schon einmal günstiger durch die Schleuse. Ja, genau. Also das mache ich gern. Sonst bin ich recht engagiert in der Bike-Rettung. Das ist mir wirklich ein Anliegen, hat sich aus der Leidenschaft aus dem Bike und Menschen zu helfen, das hat sich da verbunden. Habe angefangen in der Rettung ehrenamtlich mitzuarbeiten als Rettungssani. Das gibt einem so ein Gefühl, wie ist es denn wirklich im Leben? Gell? Weil also, man trifft Menschen, die Not und Hilfe brauchen, genau in der Situation, wie sie sind und spürt sozusagen, wie schaut es aus. Man sieht große Wohnungen, kleine Wohnungen, Reiche, Arme und man kriegt so wirklich mit, worum geht es im Leben. Man sieht oft Kinder, wo man sich denkt, man, du wohnst in Familienverhältnissen, ich möchte so gerne da außerhelfen. Mhm. Und sozusagen das echte Leben spüren, das mag ich sehr gerne. Dieses Engagement, das haftet dir so ein bisschen an. Was war denn das, sagen wir mal, grüne Erweckungserlebnis? Du warst ja Student der Politikwissenschaft, hast das auch abgeschlossen, bist aber dann quasi schon während dem Studium in die aktive Politik eingestiegen. Wie hat sich das zugetragen? Also ich war vorher schon mein großes Anliegen als Jugendlicher. Ich habe die Mama jetzt mal gefragt, ich sag, du Mama, was wollt ihr eigentlich vom Beruf werden? Mhm. Und sie hat gesagt, ja, zuerst Pfarrer. Und dann ziemlich schnell Politiker. Mhm. Und tatsächlich wollte ich als Jugendlicher, war mein Anliegen immer, die Wale zu retten. Wir haben die Bottwale, haben es mir angetan, Greenpeace hat es mir angetan, das war ursprünglich meine ursprüngliche Motivation. Und ich habe dann neben dem Studium, aber ich gearbeitet in einer Einrichtung für wohnungslose Jugendliche und das hat finanziell nicht ganz gereicht. Und dann habe ich noch einen Job gesucht und bei den Grünen hat sich so eine Referententätigkeit angegeben, da habe ich so Presseaussendungen geschrieben, recherchiert für verschiedene Themen, Waldbericht, solche Dinge. Und es scheint so zu sein, dass ich da ein paar Leuten aufgefallen bin und ich habe gesagt, na Gewi, magst du nicht bei uns kandidieren?
Und ich habe zuerst gesagt, nein, interessiert mich nicht, mir ist das völlig egal, ob der Kanal links oder rechts von der Straße verlegt ist, ist mir egal. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und mir gedacht, nein, eigentlich, es ist schon viel Geld im Spiel. Also, und es macht einen Unterschied, wer das Geld kriegt, wer das Geld nicht kriegt, wie die Parteien das für sich selber und ihre Freunde verwenden oder eben auch nicht. Und das war eigentlich dann mein Thema. Ich habe gesagt, ja, eigentlich, also wie das Geld in dem Land verschwendet wird, da kann ich eigentlich nicht so schauen. Jetzt hat sich aber natürlich in der ganzen Zeit deiner aktiven politischen Karriere schon ein bisschen vorher beginnend eine interessante Entwicklung in Tirol abgespielt mit den Grünen. Mhm. Ich habe mir das mal angeschaut, knapp nach der Jahrtausendwende, ja, gab es so einen Höhenflug. Also 2003 haben die Grünen 16% bei der Landtagswahl erreicht. 2018 waren es nur noch 10,7. In Lienz war das noch dramatischer. Da waren es 2004 mit 9,5% und 571 Stimmen im Gemeindeparlament. Heuer sind es gerade nur 319 Stimmen, dazwischen waren sie sogar mal überhaupt nicht im Gemeinderat vertreten. Ich meine, wir stehen jetzt da in einer relativ urbanisierten Umgebung in Lienz-Beck jetzt, und eigentlich ist es ja erstaunlich, nicht? Wenn das Klima kippt, wir alle wissen, die Lage ist definitiv dramatisch, also da braucht man überhaupt nichts mehr beschönigen, im Gegenteil. Das müsste doch eigentlich im Umkehrschluss für euch einen gewaltigen Rückenwind bedeuten, weil ihr quasi das Markenmerkmal Umweltpolitik ja habt. Ja. Warum ist dem nicht so? Zumindest nicht, wenn man sich, sage jetzt mal, aktuelle Umfragen anschaut, schaut es zwar nicht schlecht aus, aber ihr dümpelt es halt, wenn man so will, doch immer so in etwa um die 10er bis 12er Marke um. Und es war eben teilweise, gab es sogar gravierende Rückschritte. Wie interpretierst du das? Also zum einen muss man natürlich sagen, wir Grüne sind mit der Regierungsbeteiligung in Tirol wesentlich bedeutender, als es die Prozent ausschauen lassen. Aber es stimmt, wir sind von den Stimmen nicht da, wo wir hinwollen. Da geht definitiv noch mehr und deswegen sind wir ja unterwegs, aber das ist keine Frage. Als Grüne haben wir die, glaube ich, richtige Botschaft seit vielen Jahren zur Energiewende, zum Klimaschutz. Das sind die Themen, die uns ja jetzt alle auf den Kopf fallen. Also hätten wir schon früher die Energiewende begonnen, dann täten wir jetzt nicht so viel zahlen für das Öl und für den Strom. Und also das Unabhängigkeitsthema, das Selbstständigkeitsthema, das ist genau das grüne Thema. Ich glaube, es ist allerdings auf der anderen Seite immer auch verbunden. So eine Transformation ist immer mit Arbeit, mit Aufwand, mit Änderung verbunden. Und das ist natürlich für Menschen oft schwierig zu sagen, jetzt wollen sie auch noch, dass ich was ändere. Jetzt wähle ich ein allerletztes Mal noch die mir sagen, wir können eh so weitermachen. Und das ist natürlich ein Fehler, wenn man sagt, jetzt wähle ich die mir sagen, es geht eh so weiter und sich dann 5 Jahre später wundert, oi, jetzt haben wir es wieder versammelt. Es gibt so viele Themen, wo man sagt, man sollte eigentlich gleich was tun und nicht wie schon wieder 5 Jahre warten. Deswegen ist mein Appell an alle, die nachdenken, jetzt wähle ich halt noch einmal die ÖVP, sich das gut zu überlegen, ob man nicht jetzt wirklich den Schritt vorwärts machen sollten. Auch wenn es mit Veränderung, mit Transformation, mit Arbeit auch verbunden ist. Ich habe ja da eine andere Theorie. Bitte. Und zwar möchte ich mit einem Bild anfangen. Ja, ich muss nur schauen, wann das genau war. Das war vor 9 Jahren. Im Dezember, kurz vor Weihnachten. Ja. Da war ich am Bahnhof in Lienz mit 250 anderen Leuten. Die Eisenbahner Musikkapelle hat einen Trauermarsch gespielt. Der letzte Direktzug ist aus dem Bahnhof rausgefahren. Und mir hat sich ein Bild eingeprägt, der alte Anton Draxl, ein Umweltkämpfer der ersten Stunde, Nationalparkpionier, ist da am Bahnsteig gestanden mit seiner Gattin, denke ich, und hat so ein Schild umgehängt gehabt und auf dem Schild sind 3 Worte gestanden. Nie mehr grün. Und ich habe Schlüsselerlebnisse sozusagen in Lienz, weil ich da in der grünen Szene durchaus nicht schlecht vernetzt bin, wo bestimmte, ich sage jetzt einmal, reale Entscheidungen, die wirklich die Umwelt betreffen. Ein Beispiel wäre auch das ursprünglich geplante Großkraftwerk an der Isel zwischen Viergen und Bregraten gewesen, wo wir alle das Gefühl gehabt haben, seit die Grünen
in der Regierung sein. Das trifft euch ja jetzt auch auf Bundesebene immer wieder. Ist für, sage ich jetzt einmal, uns stark Umweltbewegte, auch teilweise schon etwas fundamentalistischer Denkende, ja, das, was die Grünen da machen, einfach zu angepasst, zu weich. Egal, ob es jetzt in Lienz ist, wenn es in Lienz wirkt, die Grünen eher ein bisschen rötlich, in Nordtirol eher ein bisschen schwärzer. Und da habe ich das Gefühl, na, sie machen schon, sie wollen schon. Mhm. Ja. Aber sie, meine, da braucht es erst ein Dorf, das abstimmt gegen den Gletscher da mit 5 Stimmen und danach sind eh alle dann normal. Würde man sich einfach mehr Kante erwarten. Mhm. Kann es auch daran liegen? Ja, daran kann es liegen und das ist einer der Gründe, warum ich auch da bin. Gell? Ja. Ich traue mir zu, die Kante und das Profil zu zeigen, auch klar zu benennen, an wem liegt irgendeine Entwicklung, dass sie nicht geht, weil ich finde, das sollte in der Politik auch möglich sein. Natürlich, als kleiner Koalitionspartner gibt es natürlich immer die Tendenz, dass man, weil man natürlich für manche Entscheidungen auch Dinge mittragen muss, die man nicht so gut findet. Das ist in der Politik so, sich 100% durchzusetzen, das geht in einer Koalition als kleiner Partner fast nicht. Es ist natürlich leichter in der Opposition, da steht man in der Früh auf und denkt sich, an wem tritt ich heute ins Knie? Und das sage ich 100% die reine Wahrheit, wie ich sie fühle. Das ist in der Koalition schwieriger. Aber in der Koalition bietet sich halt gleichzeitig die Chance, Dinge auch auf den Weg zu bringen. Was ich nicht machen will, ist, Dinge dann zu verteidigen, die man eigentlich nicht gut findet. Ich finde, da sollte man sich hinstellen und sagen, ich finde es nicht gut, wir machen das jetzt trotzdem, weil es im Gesamten notwendig ist. Also jetzt derzeit, also dass wir eine Diskussion führen, ob man ein Kraftwerk jetzt in der Steiermark wieder auf Kohlebetrieb umrüstet, das ist ja nichts, was die Grünen gern machen. Mhm. Manche Dinge muss man tun, weil sie jetzt notwendig sind. Und trotzdem sollte man es benennen und sagen, hey, ich finde das eigentlich falsch. Ich finde das falsch. Ich finde derjenige oder diejenige ist verantwortlich dafür, dass das so falsch ist. Und zu fix, jetzt tun wir es so, aber eigentlich will ich was anderes. Also ich finde, das darf man benennen. Und ich bin einer, glaube ich, der auch dafür bekannt ist, mit der klaren Kante auch für Positionen einzustehen, auch wenn sie nicht populär sind. Ja, also der Umweltschutz ist natürlich immer auch ein bisschen ein Minderheitenprogramm. Ist es ja eigentlich gar nicht mehr so. Ja, also man merkt natürlich jetzt, dass sozusagen die Okkupation des Themas ja auch durch andere erfolgt. Der rhetorische Umweltschutz, der hat eine große Mehrheit. Aber der Umweltschutz, wenn es dann wirklich um die Frage geht, Skigebiet ja oder nein, wenn es wirklich um die Frage geht, wo brennt es denn wirklich, dann wird es wesentlich schwieriger. Jetzt, wenn man es ein bisschen lesen kann, was sozusagen im Wahlkampf grosso modo da an Markenaufbau passiert, dann ist ja klar, du bist jetzt sozusagen, du startest als Umweltfighter, du versuchst natürlich auch genau dieses Signal auszusenden, ich habe jetzt sozusagen weniger Taktik, mehr Kampf. Ja. Und jetzt will ich aber sagen, gut, das ist natürlich etwas, das man dem Markus Sint von der Liste Fritz durchaus auch zubilligen muss, der wenn es gegen Niftkaiser geht, allemal noch eine Wuchtel auslassen kann, die durchaus treffsicher ist. Ja. Ist es nicht eigentlich so, dass es leichter wäre, wenn die Grünen eine starke Opposition wären, also wenn du quasi wirklich fighten könntest, Schulter an Schulter mit den NGOs? Ja, viel leichter. Viel leichter, überhaupt keine Frage. Also das, viel leichter, das macht wahrscheinlich viel mehr Spaß. Ja. Ja. Die Frage ist ja immer, was bewegt es? Also man kann schon, man fühlt sich vielleicht selber besser und die Leute sagen, ja, recht hat er. Gell? Aber es muss ja dann zu irgendwas führen. Also ich finde ja Stimmen sozusagen für jemanden, so recht hat er, aber das bewirkt dann nichts. Das finde ich verlorene Stimmen. Ich finde, das braucht schon Stimmen auch für Leute, die dann mit dem auch was machen können. Und ja, nicht immer 100%, ich weiß, und da muss man sagen, das waren jetzt nicht so viele. Aber ich finde, also Kern der Politik ist ja schon auch, dass man Dinge umsetzt, dass man Lösungen nicht leid, dass man sie propagiert, sondern dass man sie dann versucht anzuwenden. Also sonst muss man Autor werden oder Bücher schreiben oder irgendwas. Da kann man noch viel schöner darstellen. Ich finde, es geht schon darum, konkret zu werden und mit den Themen auch die Themen auch weiterzubringen. Ich glaube, ich bin auch jemand, der dafür steht, dass man Sachen auch weiterbringt, dann, dass sie passieren und nicht nur großreden. Jetzt hast du, weil es gerade aktuell ist, halt ausgesendet, wenn die Grünen wieder in Regierungsverantwortung kommen würden, dann würden sie ganz gerne die Divac unter eure Fittiche nehmen. Ja. Was
Was bringt dich denn zu der optimistischen Annahme, dass ein purer Stimmen- und Mandatsverlust der ÖVP ihre faktische Macht, die auf andere Dinge gründet, auf Beamtenapparate, die seit Jahrzehnten durchgeführt sind, auf Kammern, auf Bünde, auf Seilschaften, auf Bürgermeister, auf all diese Gremien, die bleiben ja alle gleich, auch nach der Wahl. Das ist die Frage. Gell? Es ist schon immer die Frage, sozusagen, wo es zu bröckeln anfängt. Okay. Und ich glaube ja schon, sozusagen, dass Menschen, die sich bei einer Wahl überlegen, jetzt wähle ich eine Partei nicht mehr, so wie derzeit viele Leute sich überlegen, die ÖVP, also jetzt wähle ich sie wirklich nicht mehr, jetzt wähle ich wen anderen, die Grünen oder sonst jemand. Das sind ja nicht nur Wählerinnen und Wähler, die sind ja auch Beamtinnen und Beamte, die sind ja auch in sonst Dingen. Und ich glaube, das ist schon, was sich auf das Leben dann auch durch, was sich auf das ganze Leben auswirkt. In Summe ist es für ein Land immer gut, wenn die Hegemonie einer einzelnen Partei, welche auch immer das sei, nicht zu lang dauert, nicht zu groß ist. Und deswegen auch die Ansage, seit 1945 hat die Volkspartei die DIVAG inne, betrachtet sie auch ein bisschen als ihr eigene... Gutes Instrument für Benefiz. Ja, genau, betrachtet sie als die eigene Schatulle, da kann man auch mal Leuten was zukommen lassen. Und jetzt sehen wir aber gleichzeitig, im Moment warten in Tirol 3000 Menschen, die eine Photovoltaikanlage haben, die sie gerne anschließen möchten. Die haben sie schon zum Teil, die haben sie bestellt. Und das geht nicht, weil man in der DIVAG, in der D-Netz sich einfach nicht dafür interessiert hat, weil man Themen verschleppt hat. Und dann sage ich, ja, dann muss halt mal jemand anderer angreifen, wenn die anders zu lange vielleicht auch gehabt haben. Mhm. Jetzt, wenn man nochmal kurz zurückblendet in die Vorwahlzeit, wo die Grünen ja eine Richtungsentscheidung getroffen haben, auch das Führungsteam betreffend. Da könnte man vielleicht von dem Umweltthema noch einmal sozusagen eine zweite Flanke aufmachen in Richtung einer anderen Kernkompetenz, die ihr für euch beansprucht. Man hatte ein bisschen den Eindruck, und die Gabi Fischer, die Osttirolerin ist, hat das irgendwie so im Abgang auch noch einmal leicht anklingen lassen, dass es eine Entscheidung war zwischen da der Umweltfighter Gebi und da die sozusagen soziale Flanke der Grünen. Wie siehst du das? Ich frage dich das ganz bewusst, klar, weil ich dich selber natürlich so einschätze, dass du eher ein bisschen so im auch urban geprägten, in einem sozialen Lifestyle bist, der vielleicht offener und auch noch konsequenter ist. Mhm. Ja, aber es ist, haben die Grünen sich sozusagen für eine Richtung entschieden? Ich sehe das ganz anders. Wir sind ja, also grundsätzlich ist es eine mega Qualität von den Grünen, dass es überhaupt demokratische Entscheidungen, auch was Personen angeht, in einer Partei gibt. Bei anderen Parteien sehe ich, das wird im Hinterzimmer ausgemacht und danach klatschen alle und dann steht in der Zeitung, 99% waren dafür und drei Wochen später sagen die gleichen 99% weg mit denen. Das läuft bei den Grünen anders, da ist ein demokratischer Prozess dahinter und wir sind ganz bewusst ja auch als Doppelspitzen angetreten. Gabi Fischer und Georg Kaltschmidt, ich bin angetreten mit der Peter Wohlfahrtsstätter gemeinsam, weil wir gesagt haben, wir wollen Umwelt und Gesundheit verbinden. Ich bin selber jemand, also ich habe gearbeitet mit wohnungslosen Jugendlichen. Ich komme selber eigentlich komme aus Fultmes im Stubaich vom Land. Mein Vater war damals, ursprünglich war er Bergführer, dann war er Schmied. Also ich weiß auch, was das heißt, wenn es finanziell nicht so ganz rosig ist. Gell? Und die Inhalte hängen bei den Grünen, das nehme ich auch für mich selber in Anspruch, nie an nur einzelnen Menschen, sondern wir sind eine Bewegung, wir stehen für Ideen, wo viele Menschen mitspielen. Und wir haben das mit unserer Doppelspitze eben auch bewusst als Angebot formuliert. Wir wollen Umwelt und Gesundheit und alles, wofür wir sonst noch stehen, von Demokratie bis Transparenz, gemeinsam umsetzen. Mhm. Ich finde den Wert wirklich die demokratische Entscheidung in einer Partei, das ist ja was, man hat ja gar nicht mehr gemeint, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Es ist nicht lustig, ich weiß, ich hätte auch ungern verloren, wirklich. Deswegen haben wir uns da eingesetzt und gesagt, wir möchten kandidieren dürfen. Ja. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Ja. Ich verstehe, es tut total wirklich weh und ich verstehe das. Jetzt nehmen wir mal an, die Wahl läuft in etwa so, wie es die Umfragen vorhersagen. Heute gibt es eine neue, die ist spannend, weil die ÖVP plötzlich doch wieder auf einem, keine Ahnung, 36%-Level sieht und wieder anders. Die Bezirksblätter haben das in Auftrag gegeben, habe ich heute in der Früh gelesen. Kommt jetzt irgend so eine
Umfragenwettbewerb natürlich auch. Aber sagen wir mal, die Buntheit ist eigentlich garantiert. Also wir wissen, es wird im Landtag so mancher Stein nicht auf dem anderen bleiben. Ich habe auch die anderen Gesprächspartner jetzt nicht nach sehr konkreten Koalitionsspielereien gefragt, weil wir das alle nicht wissen können. Aber was man schon wissen kann, das ist, wie kann ich quasi menschlich dann in einer möglichen, etwas bunteren Regierungskonstellation, mit wem würde ich da lieber an einem Tisch sitzen, quatschen, Lösungen aushandeln, mir was überlegen, wie könnte man Probleme lösen? Und wie geht es dir da? Mit wem würdest du, also wir wissen, du sitzt nicht mit der FPÖ am Tisch, die ist ausgeschlossen. Das geht sich nicht aus, sehr genau. Aber wie schaut es bei den anderen aus? Hast du da irgendwie... Also das geht sich politisch einfach mit den Freiheitlichen, mit den Grünen, das, geht sich nicht aus. Gell? Obwohl ich mit dem Markus Abwärtsgott durchaus eine gute Gesprächsbasis habe, inhaltlich, tut mir leid, gell? Da liegen zwischen der Hetze und uns, da liegen einfach viele Welten. Gell? Ich kann sehr gut von den Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt da sind, mit der Andrea Haselwander-Schneider zum Beispiel, das finde ich, kann man auf Augenhöhe sehr gut reden, wir haben eine gute Gesprächsbasis zu vielen Gesundheitsthemen, Pflegethemen, wo wir uns wirklich auch gut austauschen, wo ich mir denke, ah, schau, das wäre schon, das wäre doch auch mal, da wäre vielleicht ein Potenzial auch da. Ich habe eine wahnsinnig gute Gesprächsbasis mit dem Toni Mattle, wir sind beide in der Bergrettung und kennen uns seit Jahren und haben einen guten Austausch, wo wir auch wissen, was es wiegt und was es hat und können uns einmal sagen, du, das geht jetzt aus den Gründen nicht. Und also da sind wir, glaube ich, sehr ehrlich miteinander und ich glaube, dass da wirklich die Grundehrlichkeit, dass das wichtig ist. Ich tue mir, wie soll ich das sagen, ich tue mir mit der Art von Georg Donau manchmal ein bisschen schwer. Gell? Ich habe keinen Porsche, ich habe kein Jagdgewehr, das ist nicht mein Lebensstil. Gell? Ich glaube aber trotzdem, dass man auf einer politischen Ebene da schon zusammenarbeiten kann. Gell? Ich finde, also wir sind ja nicht, wir wollen ja nicht in Parlamente gewählt werden, damit wir es nicht miteinander haben. Klar. Wir wollen uns weiterbringen. Gell? Und da sehe ich jetzt keine Hürden, auch beim Georg Donauer nicht, das darf man schon, das darf man schon zusammenbringen. Und auch der Dominik Oberhofer. Also wir unterhalten uns gut. Wir sind, ich finde das manchmal ein bisschen flatterhaft, was die Neos machen, einmal so, aber okay. Aber das darf schon hinhauen, glaube ich. Ja, das heißt also, wir kennen uns eigentlich, egal wie es ausgeht, klimatisch auf eine irgendwie hoffentlich ganz spannende Diskussion auch also das, wollen. Ja, ich habe mir das jedenfalls auch für uns Grüne vorgenommen. Wir müssen da schon Brücken bauen und erhalten. Die Menschen erwarten ja, dass da am Ende was rauskommt. Gell? Und es wird auf ein paar Stimmen, ein paar Mandate ankommen. Als Grüne haben wir das Angebot, glaube ich auch, was man den Wählerinnen und Wählern sagen muss, wir haben Gesprächsbasis zu allen Parteien, haben die Möglichkeit, wir sind jetzt da nicht total festgenagelt. Wir kandidieren als Grüne eigenständig mit unseren Inhalten von Umwelt bis Energiepolitik. Aber wir sind schon offen und haben eine Fähigkeit, haben wir auch bewiesen, in Österreich, glaube ich, auch Verantwortung wahrzunehmen, wo nicht alle immer klatschen. Ich weiß, also es ist die Koalition mit der Volkspartei im Bund ist wirklich nicht so, dass nur zum Jubeln ist. Aber irgendjemand hat das Land regieren müssen. Es gibt keine andere Mehrheit im Bund und wir schauen, welche Mehrheiten es in Tirol gibt. Was wäre so dein angepeiltes Wunschziel? Ich beantworte es immer so, ich hab wirklich zwei Ziele. Ich möchte, dass wir Grüne stärkste bei den Jungen und bei den jungen Familien werden. Also wenn uns das gelingt, junge Menschen und junge Familien anzusprechen mit deren Bedürfnissen, da ist die Zukunft drin, das sind diejenigen, die von der Klimakrise am meisten betroffen sein werden, die Jungen. Die jungen Familien sind diejenigen, die jetzt am meisten stöhnen unter Betriebskosten und der Teuerung. Wenn es uns gelingt, da stärkste zu werden, das war mir das Wichtigste. Über die Prozent, die insgesamt dabei sind, kann man dann immer noch reden. Dann wünsche ich dir alles Gute, noch einen halbwegs erträglichen Wahlkampf. Wir schauen uns heute in Osttirol um, schauen den Bockenkäfer oben im Finden. Es schaut so aus, dass es recht leicht sein dürfte, ihn zu finden. Ja. Danke für die guten Wünsche.